Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, wir müssen einen Meißel bekommen, zumindest ein kleines Stück und? Davon. Wie sieht dein Plan aus? Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat er nichts mit Herumstehen zu tun. Nein, aber mit Herumhauen. Aber wie kommen wir weiter? Weiß ich doch nicht. Hier, erstmal übergeht man dem irgendwas. Von den Springern. Widerlich. Oh, der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Eine hygienischere Rüstung? Oh, ich habe anscheinend einen Auftrag abgeschlossen. Armer Fafnir, zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Das ist richtig. Gut. Na gut. Klauenbogenverbesserung. Oh, und ich habe 100. Muss ein Irrtum sein. Axt, leichte Runenangriffe. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein, ich wollte doch interagieren. Ach, ich verdrück mich wieder so oft. Also Klauenbogen können wir verbessern. Ist das nicht schön? Und das kostet 22.000. Na gut, Atreus, einen kleinen Teil von meinem Vermögen kannst du abhaben. Sehr schön. Ja, Händler singt da vor sich hin. Das finde ich ein bisschen irritierend. So. Rasender Frostriese. Ich glaube, ja. Braucht man nicht unbedingt. Obwohl, sieht schon. Oh, sieht eigentlich ganz cool aus. Und das ist ein schwerer Runenangriff. Kostet 15.000. Vielleicht später. So, Zauber. Muspelheims Auge der Kraft. Oh. Können wir uns natürlich nicht kaufen, weil uns die Items hier fehlen. Wir haben keine schwelende Glut. Wir haben keinen. Größeres Feuerwappen und auch keine Surterwappen. Schade für uns. Gut, Ressourcen könnte man kaufen. Auferstehungssteine, das wäre doch was. Kaufen. Ist das nicht toll? Kann ich wieder aus Maul kriegen und mein Sohn rettet mich. So, was können wir verbessern? Brustrüstung, Armrüstung, Axtknauf. Da bin ich aber nicht mal sicher, ob ich den hier überhaupt behalten will. Gehen wir nochmal kurz auf Kaufen. Talismane. Sinmaras Asche. Ist das nicht? Nee. Erzeugt einen Muspelheim-Mahlstrom, der verhindert, dass Kratos-Angriffe unterbrochen werden. Aha, dafür braucht man schwelende Glut. Talisman des ungebundenen Potenzials. Das klingt doch richtig. Hier, Runen 8, Abwehr 6. Runenstärke, ja gut. Mag ich dann schon ganz gerne. 15.000 kostet der Spaß. Mensch, die Inflation legt ja zu. Okay. Talisman, wo rüste ich die nochmal aus? Ist egal. Das finden wir raus. So. Was können wir... Aschregen, Brustschild. Wir brauchen viele schwelende Glut für diese legendären Sachen. Das ist ja cool. Vollünder, Wolünder, Plattenkürass. Was macht der? Stärke, Abwehr, Vitalität nach oben. Und Runen-Zwergen-Schulterrüstung. Die sieht doch viel besser aus. Die macht Stärke 14, Runen 12, Abwehr 32. Ich würde tatsächlich hierzu tendieren. Her damit. Gehört jetzt mir. Ja, seltene Brustrüstung. Das ist schön. Einmal zurück. Das braucht man für die Arme natürlich auch. Ja, da fand ich tatsächlich die Plattenpanzerhandschuhe besser. Aber wir brauchen mehr Stärke. Panzerhandschuhe der Vergessenen. Okay. Ist egal, wir nehmen die Zwergenteile. Ja, ja, ausrüsten. Habe ich das andere nicht direkt ausgerüstet? So, Hüftrüstung, da braucht man natürlich auch dieses... Ah, die schwelende Glut, die holen wir uns. Hier, Runen, Zwergen, Krieggürtel. Ja, damit. Und dahin geht mein ganzes Geld. Oh nee, ich habe es nicht ausgerüstet. Gut. Okay, wir haben jetzt erstmal genug gehändlert. Dann müsste man die natürlich hier noch ausrüsten. Brustrüstung ist... Zwergenzeug. Zwergen. Und hier natürlich auch nochmal die Zwergenkriegsgürtel. So, hat irgendwas hier Talismane? Ich glaube, das da.
Und wie kriege ich die da raus? Ah, Talisman kommt an Schild. Ungebundenes Potenzial, das sieht doch gut aus. Hier braucht man den Zwergskriegsgürtel. Irgendwie, also ich habe nur einen Runenplatz in meiner Brustrüstung. Zu den Plätzen, auf die Plätze, fertig, los. Feuersiegel der Konzentration, also das erhöht die Resistenz gegen Feuer. Robustes Schild der Beharrlichkeit. Gezacktes Schild der Bedrohung. Ja gut, ich habe mir ja gerade extra hier das... Nee, das ist ja ein Zauberplatz. Hohe Bonus-Aktivierungschance auf einen Runensegen bei jeder erfolgreichen Parade. Nee, das garantiert nicht. Hohe Bonus-Aktivierungschance auf eine Schutzbarriere, die Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert, bei jeder erfolgreichen Parade. Habt ihr auch was ohne Parade, so wo ich eine sehr geringe Bonus-Aktivierungschance auf einen Rageschub bei erlittenem Schaden? Gezacktes Schild des Mutes, sehr geringe Bonusaktivität, das klingt nicht gut. Gravierende Wappen der List, zersplittertes Herz von Alfheim, reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe an Dunkelalben. Und wieso habe ich die nicht? Ah, die sind woanders ausgerüstet, glaube ich. Zersplittertes Herz von Alfheim, reduziert jeglichen Schaden. Ja, das habe ich anscheinend zweimal. Symbol der Wahrheit und Symbol der Schatten, Glück um 5. Na gut, bleib mal bei Symbol der Schatten. Haben wir ein bisschen mehr Glück, können wir auch brauchen. So, Runenplätze habe ich in meiner anderen Rüstung nicht, habe ich gesehen. Hier, leichter Runenangriff, was nehmen wir denn? Heelsberührung, plus 2 Betäubung, das gefällt mir natürlich. Oder Angriff des weißen Bären. Und hier haben wir Inias Atem, einen schönen Axtknauf. Geringe Bonusaktivierungschance auf eine Frostexplosion bei jedem erfolgreichen Axttreffer. Das ist wunderbar, das nehmen wir. Und mein schwerer Runenangriff. Ich glaube, ich nehme hier wieder den Ivaldes Amboss. Der hat mir besser gefallen. So, Fähigkeiten haben wir natürlich auch noch. Was haben wir denn noch nicht gekauft? Ich glaube, hier alles bei uns. Ah, Trios kann ja ein bisschen gelevelt werden. Oh, sogar jetzt auf die höhere Stufe. Feuerrate des Clownbogens deutlich erhöht. Na, wunderbar. Pfeilschaden und Nahkampfschaden werden massiv erhöht. Wow, das ist ja besser als deutlich. So, naja, die anderen müssen wir, glaube ich, nicht ansehen. Jetzt sind wir fertig. Es sei denn, der hat noch einen schönen Axtknauf für mich. Nee. Nee, nee. Können wir uns nicht leisten, die guten Dinge. Ich, keine Sorge, ich kann mit meinem Geld umgehen. Du bekommst eh alles, früher oder später. So. Ich glaube, das ist falsch, hier runter zu gehen. Ist das falsch? Wer weiß. Wer weiß das schon so genau? So, da einmal zurück. Hui. Und dann ein verstohlener Blick auf die Karte, um mir zu zeigen, dass ich eventuell doch... nee, da braucht man noch den einen Kristall. Von hier sind wir nicht durchgekommen. Na gut. Aber da hinten ist noch ein bisschen... Gewächs. Hier ist auch Gewächs da oben. Ach, und da ist ein Kristall. Der Kristall, da ist er. Ja, den habe ich diesmal auch alleine gesehen. Ja, danke schön, Kratos. Gut geworfen. Ein Glück. Ein Glück hat das gereicht. Heb ihn mal auf. So. Ach, jetzt kann man wieder schneller mit dem Ding laufen. Ist ja schön. Da liegt noch ein Health-Item. Da hinten sind Runen. Und da hinten sind noch so rote Schleimfäden, die man natürlich auch kaputt machen kann. Konzentrier dich, Junge. Oh oh. Oh oh. Ah. Welken
Feenstaub. Na gut. Ach, Talismane können wir ja verbessern. Wie das geht, weiß ich allerdings auch noch nicht. Na, schauen wir uns nächstes Mal an. So. Ja, Triusch, hier müssen wir nochmal alles wegspringen. Andere Pfeile. Dankeschön. So, da ist ein W. Hier ist eine Kiste. Ja, ich wollte doch E drücken, nicht F. So. Da ist ein Tor. Das muss empor. Wo sind denn die Drehteile? Da ist eins. Da, wo wir herkommen, war gerade eins. Wo ist denn schon wieder das dritte? Oh, da oben passiert auch was. Wenn man das macht. Ah. Das wie? Braucht man nicht. Glaubt, wir brauchen den Bogen. Glaubst du? Oh, das sieht doch besser aus. Ja. Dann braucht man noch das komische R, das auf dem Rücken liegt. Hallo? Wieso hast du keine... Achso, du hast nur ein so ein Ding. Das gefällt mir aber nicht. Man muss sich ja denken. So, jetzt aber. Und das war anscheinend richtig. Und jetzt braucht man noch das eine Dreieck. Die eine Pyramide. Na also. Ja. Her mit dem Loot. Ah, ich kann mich auch ducken. Das ist praktisch. Oh, hier ist eine Vase. Mit nichts drin. Doch ein Hacksilber da drin. Oh. Ich geb's trotzdem nicht auf. Die großen Reichtümer dieser Welt liegen in den Vasen. Zeichen des Hüters, legendärer Zauber. Erhöht Schaden aller Axtwürfe um 6%. Maximal 18%. Na gut. So, dann haben wir hier auch noch vollends aufgeräumt, so wie ich das sehe. Der Riese ist schon tot, da müssen wir uns auch nicht mehr drum kümmern. Ich glaube, dann müssen wir doch wieder in die richtige Richtung gehen. Ich würde zumindest sagen, das wird sich anbieten. Hier, Junemann. Ich könnte ihn auch einfach mal aus dem Weg kicken. Also. Dachte, ich könnte jetzt einfach das Eis hier aufbeuteln mit meiner Axt. Anscheinend nicht. Dann muss ich wieder mit Hirn rangehen. Der hat aber Nasenhaare. Naja. Armer Fafnir, zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Ah, hier ging es runter, oder? Hallo? Du bist doch so schön gelb. Hui. Vielleicht beleben wir ihn ja so wieder. Wie sieht dein Plan aus? Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat er nichts mit Herumstehen zu tun. Richtig. Aber wie kommen wir weiter? Weiß ich nicht. Nochmal was zum Explodieren bringen? Ah, das da zum Beispiel. Wir beleben den Riesen einfach wieder durch Springkräfte. Sehr gut, Junemann. So klappt das jetzt nicht. Der trifft doch. Hinübertragen. Oder muss ich nochmal die Axt dann werfen, wenn er... Ja, das ist kein Axtwurf. Das war kein Axtwurf mehr. Haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht. Komm schon. Na endlich! Vorsicht! Mein Laden ist hier! Ja, dem ist ja nichts passiert. So. Weiß zwar nicht, wie ich das jetzt geschafft habe, aber... Das war anscheinend der Trick. Wollen so, Kistilein. Ja. Ist da drin etwas
das, mit dem wir durchs Eis an die Meißelspitze gelangen? Nein. Ich überlege weiter. Die Gesundheit geht auf mich. Die nehme ich zumindest. So. Da war eine Ratte. Hier kommt man doch bestimmt runter. Mach dich bereit! Noch nicht bereit! Leider! Ja, das kriege ich auch mit hier, dass seine Rüstung C ist. Na, guck mal, was ich kann. Und der ist gleich betäubt. Hat doch nicht geklappt mit der Betäubung. Weich doch aus. Komm schon. Ja. Zweiter Vorname. Weißt du noch? Nein. Nur ein taktisches Helf-Item. Na also. Sohnemann. Gut gemacht. Hat mein Sohnemann gut gemacht. Dann nehme ich das hier noch für mich. Da oben kommt man nicht hin. Was für ein Jammer. Dann ist der mit dem ganzen Loot auf der Seite da geblieben. Hat es diesen Ort schon vorher? Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Vanaheim auszuhandeln. Hat dann wohl nicht so gut funktioniert. Ich wusste jedoch nicht, dass Thor bereits im Blutrausch unter den Riesen wütete. Was hatten die Riesen mit dem Götterkrieg zu tun? Überhaupt nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Krieg. Aber Odins Verfolgungswahn wird nur von Thors Blutdurst übertroffen. Muss ich das machen, damit es runterfällt? Ich würde ja sagen, ja. Ja, da passiert was. Glaube ich. Komm schon. Na, schade. Dachte, es funktioniert. Oh, wo ist die Axt denn hingeflogen? Komm schon. Vielleicht war das doch nicht richtig. Achso, wir kommen hier nicht hoch. Das war nur zum Wegschieben. Das muss doch irgendwie gehen. Aber vielleicht soll das hier noch nicht gehen. Aber wieso leuchtet es dann so schön? Keine Ahnung. Hier raufklettern? Das ist zumindest, hat wieder diese gelben Runen, die mir anzeigen, dass ich hier was machen müsste. Ich weiß nicht was, mehr als drehen kann ich ja nicht. Und nicht mal das scheint zu klappen. Keine Ahnung. 5 Umdrehungen und dann hitze ich das, dachte ich. Na gut. Dann gehen wir erstmal draußen weiter. Vielleicht müssen wir das einfach einen Tick später machen. Nee, anscheinend nicht. Na gut, geht's erstmal hier lang. Hui. So, ich schätze mal nach unten. Nö. So, ich sehe Kletterpfade nach unten. Na gut. Oder zur Seite. Das geht natürlich auch. Wenn alles so gelb aussieht, dann weiß ich auch nicht, wo ich hin muss. Na, das scheint zumindest zu klappen. Dann einmal nach oben. So. Na, immerhin. Ja, von der Gürtelschnalle vom Riesen. Schieß drauf. Das ist eine gute Frage, was jetzt? Woher soll ich das wissen?
Wieso ist es denn hier so kompliziert? Achso, ich muss die ziehen. Nochmal. Na, Atreus, diesmal schießt du bitte drauf. Sehr schön. Das müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Ja. Irgendwie ja. Okay. Er hängt ja noch fest. Tja, ein unauffälliger Plan ist das nicht. Jetzt müssen wir den anderen Riemen lösen. Wirklich? Wie machen wir das? Ganz nach oben. Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Und da waren auch keine Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Gut, dass du verstehst. Dass wir den Hammer hier ins Eis jagen. So. Wie drehen wir den Hammer, damit er neben der Spitze landet? Das ist nicht möglich. Wir schneiden ihn los und bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Ich würde gerne etwas anderes vorschlagen. Anscheinend ist Atreus hier doch zufrieden mit meinem Plan. Jo, mit dem Hammer durch Eis. Das ist der Hammer. Was jetzt? Festhalten. Das ist aber eine dicke Schlaufe. Eine ganz dicke Schlaufe. Dieser Plan ist keine gute Idee. Ah, doch. Ich finde, das ist ein super Plan. Vorsicht, Junge. Hat nicht funktioniert. Ist nur ein Stück weit gefallen. Das kriegt man hin. Glaub an mich, mein Junge. Ich glaube, wir müssen aber hier durch die Tür, wenn die uns schon so präsentiert wird. Da ist zumindest eine Kiste drin. Kann nicht der falsche Weg gewesen sein. Runenweber Kriegsgürtel. Na gut. Noch eine Ratte. Die sind aber flink heute unterwegs. Kaum sehe ich eine, ist er schon wieder weg. Das ist eine Sandschale. Aber wie kommen wir da hin? Wir gar nicht. Nur du, mein Sohn. Junge. Rein mit dir. Komm, also das könnte ich hier ein bisschen springen oder balancieren. Dann würde ich schaffen. Was steht denn da? Junge. Kannst du das nicht lesen? Muss ich dir anweisen? Was steht da? Hat die Zeit ihre Ordnung vertan, kommt man ans Ziel nur umgekehrt ran. Umgekehrt? Also rückwärts? Die Symbole. Jahreszeiten? Ja, aber alles ist durcheinander. Heißt es nicht Winter, Frühling, Sommer, Herbst? Warum Winter zuerst? So hieß es in einem Lied von Mutter. Oh, das kenne ich! Winter! Stillkopf. Musik mag er auch nicht. So, das sieht nicht nach Winter aus. Das ist Winter. Ist das Frühling? Das ist Frühling. So, dann braucht man Sommer. Und dann Herbst. So. Los. Vetur, Vaur, Sumar, Höist. Hat das gepasst? Hat nicht funktioniert, aber das ist sicher die Reihenfolge aus Mutters Lied. Vielleicht muss ich das ja von rechts nach links machen. Vielleicht umgekehrte Reihenfolge. Na gut, die erhalten wir auch, wenn wir hier Frost machen. Na, das kriegt man hin. Das kriegt man hin. So, hier ist dann Sommer, Sonne, Sonnenschein. Hier ist Herbst.
Herbst. So. Na, ja, nochmal. Höchst. Suma. Ah. Das sieht doch besser aus. Atreus, dieses Wort. Thola, das heißt andauern. Versuch es. Thola. Oh, das ist aber gute Magie. Gut gemacht, Junge. Schreib es nochmal. Thola. Wir steigen. Die Energie hebt die Plattform. Schreib es ja wunderbar. Thola. 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 Mach mal schneller. Wie ist das möglich? Meine Vermutung? Zeitmagie. Gefährliches Zeug, mit dem die hohen Warngötter früher gern spielen. Die Fähigkeit, die Zeit einzuführen. War sogar eine Lieblingsbeschäftigung von Jörn. Früher? Wieso haben sie aufgehört? Tja, wie sich zeigte, wandern auch Sonne und Mond nicht mehr über den Himmel, wenn man die Zeit anhält. Leider hält es nicht. Die Wölfe auf, die stets darauf lauern, sie zu zerfleischen. Das ist ein guter Punkt, damit aufzuhören. Nein! Ich komme nicht an die Schale! Ich hab sie schon gesehen, mein Sohn. Oh, ich fühle mich so mächtig heute. Hat sich gelohnt, hier nochmal aufzuleveln. Vielleicht können wir jetzt den Drachen auch befreien. Du bist nicht bereit. Ich umso mehr. Guck dir mal an, wie viel Schaden ich hier mache. Es geht hier um Zeit. Schreib schnell weiter, bevor der Boden einstürzt. Hm. Und ich heb mir ja mal ein bisschen Gesundheit-Item auf. Schreib! Junge, da musst du was zerstören dann. Ist ja alles in Ordnung. Welche Stufe haben die? 3. Das ist nicht besonders viel. Au. Nicht von hinten angreifen. Das ist uncool. Ey, die Zeit bleibt nicht stehen hier. Junge, wir stürzen gleich ab. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, hab ich mitbekommen. So, das ist hoffentlich der letzte Freund hier. Atreus. Schreib doch! Wo kommst du denn hier? Schreib weiter. Schreib! Worauf wartest du? Ach, danke schön. Alles gut. So. Die sollen lieber aufpassen. Da war ich wohl besser. Ist gut, so einen Kopf am Arsch zu haben. Das ging ein zusätzliches Paar Augen. Ah, sehr schöne Attacken. Also das Kämpfen läuft diesmal besser. Jetzt
Ich hätte mein Maul halten sollen, glaube ich. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit, dann muss ich kurz mal ragen. Dick's mit. Ich hab's mitbekommen. Ja. Tu mal hier was für dein Geld. Dankeschön. Das war aber knapp. Aber spaßig. Tja, ich. Vorsicht, mein Junge. Komm schon. Komm nach, Junge. Wohin? Sag mir, wo ich springen soll. Ich versuche mein Bestes. Nimm das Helfer-Item mit. Komm schon. Da zur Tür? Kann doch nicht sein. Jetzt. Jetzt hat's geklappt. Hui. Hat's unnötig spannend gemacht, weil der Trigger nicht irgendwie nicht aufgetaucht ist. Möbel gemacht. Danke. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß, du miese Peter. Ich bin echt ein miese Peter. Was ist das, was hier rumlag? Hacksilber. 2000 Stück. Na gut. Dann klettern wir einmal die Außenwand lang. Und dann müssen wir den Hammer hier nur ein bisschen also schieben. Wie bekommen wir ihn frei? Wir schieben. Aber. Vertrau mir. Bereit? Leg deine ganze Kraft hinein. Jawohl! Oh, das ist alles Atreus denn hier. Ich drück gar nicht richtig. Das ist nur der Junge. Wow, ist immer stark. Was ist mit uns? Wir springen. Wirklich? Komm! Ist das so eine gute Idee, Kratos? Sind wir unsterblich? Ja, keine Angst. Warum sollte ich? Vorsicht, Atreus! Wäre doch besser, wenn der Hammer über uns wäre und nicht auf uns fällt. Sehr gut. Alles gut. Gut. Der sieht ein bisschen bleich aus. Na komm, da geht's lang. Komische Kamerasteuerung im Moment. Oh ja. Also unauffällig war das tatsächlich nicht. Eins muss man dem Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Vergiss das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. Sehr gut. Ach komm, ich sehe doch den Trigger. Muss ich hier noch was machen? Nein. Ach. Ja. Ein bisschen flexibler könnten die Trigger sein. Ich will doch zur Kiste da. Will doch zur Kiste. Komm schon. Komm mal von der Seite echt nicht ran. Ah. Trauriger Tag für Loot. Wer ist denn Modi? Das ist richtig, ich war's. Ja, irgendwer unterhält sich da über den Hammer. Wo bist du denn dann? Da oben? Ich dachte, wir sind hier von links gekommen. Schaffe ich das? Wow. Das waren die, die bei Baldur waren. Seine Neffen? Ja. Magni und Mod. Die Söhne von Thor. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären. Und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung. Kommt Sindri klar? Die werden ihn nicht mal finden.
Ja, würde ich auch mal meinen. So, noch eine Tür. Ist ja schön, wie das hier alles zusammenpasst. Oh. Ein Leichenschmaus. Ah, der große Speisesaal. Neidobjekt von ganz Midgard. Komisch. Da war doch ein riesiger Kronleuchter. Hat richtig Leben in die Bude gebracht. Da ist er doch. Ah, ja. Dong. Du musst immer alles kaputt machen, oder? Ja, diesmal war es mein Sohn. Auf meine Anweisung. Na also. Und hiermit können wir bestimmt mehr Sachen aufspringen. Vor allem das da. Wenn vielleicht funktioniert's. Stand der Thron des Jahres auf der anderen Seite dieser Eiswand. Also, ich dachte, ich könnte den großen Brocken nehmen. Ich glaube nicht, oder? Ziemlich gut verschlossen. Ja, dann habe ich das Teil mal wieder komplett irrsinnig irgendwo hingeworfen. Da oben. Da ist doch eine Truhe. Also da braucht man zumindest ein bisschen was. Ja, ich bin echt nicht gut darin, die Dinger gut zu werfen. So. Ich würde aber sagen, das reicht schon wieder für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.